Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute haben wir den zweiten Weihnachtsfeiertag und mittlerweile dürfte wahrscheinlich jeder von euch eure Geschenke erhalten haben. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit der Familie verbracht, habt euch das leckere Essen schmecken lassen, ja. Und ja, damit können wir heute gut gestärkt auf jeden Fall in diese Folge starten. Wir befinden uns heute auf der Welt 27, ja. Mal ein bisschen Abwechslung, ein bisschen variieren, ein bisschen dies, das. Muss auch mal sein. Denn auf dem Battle Mage benötigen wir teilweise neues Equipment, ja. Und ich hatte mir jetzt schon das Problem, was ich momentan habe, ist, dass ich meine Edelsteinmine im Ausbau habe, ja. Und die befindet sich erst auf Stufe 17, heißt, ich kann noch nicht Edelsteine suchen und ausbauen gleichzeitig. Deswegen bin ich da ein bisschen verhindert, was das angeht, ja. Das Dämonenportal heben wir uns jetzt für einen Schluss auf, denn wir werden uns erstmal so ein bisschen neu equippen. Denn wie gesagt, das Problem, was ich habe keine Edelsteine. Das ist mein größtes Problem. Ich habe einen schwarzen hier, den werde ich aber auch gleich wieder los, denn ich habe aus der Toilette, glaube ich, hier diesen Sack Präsente bekommen. Ja, mein Weihnachtsgeschenk hier mit guten Bonis. Ihr seht, es ist mal wieder nötig, ja. Und eine gute Rune ist auf jeden Fall auch drauf. Und das wird natürlich das Erste sein, was wir hier ausrüsten werden. Wir sockeln das Ganze und werden das Ding auch noch zweimal, erstmal zumindest zweimal upgraden, ja. Und ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich relativ viele Kristalle, oder? Ja, relativ viele. Also können wir noch einmal upgraden hier, das tut jetzt nicht so weh. Ja, dann kommt er hier rein und dann sind wir schon mal den ersten Stein hier los. Zack, die sind glaube ich noch relativ outdated, weil ich halt, nachdem die Mine gestartet hat, habe ich halt gleich wieder den Ausbau gestartet. So, und deswegen sind die wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter jetzt momentan, meine schwarzen Edelsteine. Ja, und dann gucken wir mal. Ich habe hier noch einen schwarzen Edelstein, da noch einen schwarzen. Also insgesamt habe ich noch drei Stück. Die ganzen Sachen muss ich aber erstmal noch durch die Toilette spülen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen. Mit welchem Item fangen wir an? Wir schauen erstmal, ob das irgendjemand hier. Das ist ja eine Stärke, das könnte sogar mein Krieger gebrauchen. Dann geben wir das mal hier dem Bärtrahmen. Dann haben wir das Ding hier. Das ist natürlich auch noch nicht durchs Klo gespült worden. Ist aber auch ein relativ schlechter Edelstein drin. Aber wir werden den wahrscheinlich erstmal rausnehmen. Ja, wir gucken mal. Erstmal bringen wir jetzt was zur Toilette. So. Und ich entscheide mich für. Ah, komm, wir nehmen erstmal das hier. So, was haben wir da rausbekommen? Wieder ein Stärke-Item. Gut. Können wir dann nicht gebrauchen. Dementsprechend werden wir hier den Edelstein rausgewinnen. Ich finde das immer noch nicht so ganz hier ab und zu. Steingewinnung, da. Also mal ab und zu mal schauen. So, und jetzt werden wir gucken. Jetzt haben wir erstmal kein weiteres aktuelles. Ja, da habe ich mir gedacht, das lohnt sich nicht. Da finde ich jetzt momentan schon bessere. Den Rest, das muss ich hier alles noch in die Toilette werfen. Ja. Wir schauen am besten im Waffenladen. Ich weiß gar nicht. Also die Waffe haben wir ja jetzt auch neu durch den Adventskalender. So 500, na, sagen wir mal 550 ist aktuell. Hier haben wir aktuelle Schuhe. Handschuhe sind auch relativ aktuell. Rüstung bräuchten wir neu. Mütze ist aber auch aktuell. Heißt hier nur wirklich die Rüstung. Hier, das ist aktuell. Das bräuchten wir neu. Das ist aktuell. Ja gut, hier fehlen halt, glaube ich, zwei Items oder was war das, ne? Wir schauen mal in Zauberladen, denn wir brauchen ja so oder so noch ein paar Tränke. Ja, und wann sollte man sich die natürlich holen? Wenn Epic Event ist oder irgendein anderes Event, dann kann man da sich schon mal ein bisschen mit den Tränken eindecken, damit man, wenn dann nicht mehr Epic Event ist, dann gut versorgt ist auf jeden Fall für die nächste Zeit. So, Trank des ewigen Lebens. Werden wir mal gucken, ob wir was für Gold finden. Ansonsten, die sind ja relativ häufig, habe ich das Gefühl, als ob da irgendwie so die Rate so ein bisschen angestiegen ist für. Also ich finde es in letzter Zeit sehr, sehr häufig, muss ich sagen. Ja, und jetzt schauen wir erstmal, ob wir hier ein Epic bekommen. Und momentan können wir ja leider wirklich nur ein Epic hier rausnehmen, weil ich zurzeit halt echt nur einen Stein habe. Ich könnte vielleicht auch noch ein zweites mir holen auf Vorrat erstmal, weil das werde ich ja sowieso morgen und übermorgen in der Toilette vergraben und dann natürlich dementsprechend die Steingewinnung anwenden. Ja, aber wir gucken erstmal.
So, ich bräuchte, also wie gesagt, eine Rüstung wäre denn, dann würde ich mir dann als nächstes holen wahrscheinlich. Aber jetzt schauen wir erstmal hier nach so einem, warte mal, was, ein Gürtel. Gürtel kriege ich ja auch im Dings. Weil man, im Prinzip brauchen wir gar nichts hier wirklich so aus dem Zauberladen. Dann schauen wir tatsächlich gleich mal in den Waffenladen rein. Immer nur für Pilze hier. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich würde ganz gerne noch erstmal einen Stärketrank noch bekommen. Das wäre noch ganz nice. Und guck mal, wir können sogar schon wieder hier noch aktuellere Items finden. Also das ist gar nicht mal so gut gewesen hier. Ja, wusste ich jetzt auch nicht, dass es auch schon wieder so inaktuell ist, aber gut, ja, machst du nichts. So, wir gucken mal. Wir blättern noch hier erstmal so lange, bis wir hier noch einen Stärketrank. Okay, gut. Dann hat sich das auch erledigt und dann schauen wir mal in den Waffenladen rein und hoffen mal auf ein paar gute Sachen. Ja, okay. Also meine Waffe ist wirklich sehr aktuell. Spanne weiß ich gar nicht. Würde wahrscheinlich noch mehr gehen, denke ich mal, bei meiner, die ich jetzt drin habe. Aber ja, zumindest ist das schon mal ein sehr beruhigendes Gefühl, wenn man an einem Epic-Event eine aktuelle Waffe drin hat. Ja, das erleichtert einen das Blättern auf jeden Fall immens. Ich könnte auch mal nach neuen Level-Equipment gucken. Ich glaube, mittlerweile sind meine Bonis da auch schon wieder ein bisschen gestiegen. Da müssen wir auf jeden Fall auch ein Auge drauf werfen. Wie auf einen Würfeltisch. Da müsst ihr auch die Augen drauf werfen. Okay, gut. Wir fahren fort. Ja. Wort wird jetzt hier wird nicht weiter erweitert, ne, mit fahren fort. So, wir schauen mal. Wir blättern jetzt hier erstmal so lange, bis wir noch ein Epic bekommen. Ah, alle Attribute. Man sieht, von der Spanne her geht da noch ein bisschen mehr. Geile Waffe, aber leider nicht benutzbar, wirklich so. Ich müsste mir hier generell irgendwie mal mehr Sachen holen, weil ich hatte bisher auf dem Server hier, hatte ich bisher nicht so viel auf Level-Equipment gegeben, aber ich glaube, ich muss hier auch mal anfangen, weil sonst bin ich da einfach zu weit hinterher von dem Rest der Gilde. So, hier haben wir einen Gürtel, der auch schon minimal besser ist, ja. Dann nehmen wir das Ding hier. Müssen wir nachher nur darauf verachten, achten, nicht verachten, achten, dass wir die ganzen Sachen hier auch noch verzaubern, ja. Yes. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich sehe auch gerade, wir haben auch nur 12% Rüstung. Was auch nicht so nice ist. Da müssen wir auch auf jeden Fall das ein bisschen aufbessern. Sehr gut natürlich, dass wir hier auch dementsprechend mehr Rüstung drauf haben. Und dann werden wir uns das ganze Ding natürlich gönnen. So. Und werden natürlich gleich dementsprechend auch einen Edelsteinsockel hinzufügen. Und ich, Bruder. Also manchmal, da muss ich echt drauf achten, ey, dass ich hier nichts verkehrt mache. So. Verbessern das auch erstmal dreimal. Ja, und dann gucken wir nachher mal, was wir, ich glaube, weil das so ein aktueller Gegenstand ist, werden wir das mal auf 4 hochjagen, dass ich meine ganzen Sachen erstmal auf 4 hoch bekomme. Ja. Ja, und dann setzen wir mal hier auch den Stein rein und dann haben wir das erstmal soweit schon mal fertig hier. So, die ganzen Sachen auch noch verzaubern. Zack, 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 machen wir das mal. Und ja, ich würde sagen, mal gucken. Jetzt brauchen wir nur noch, ne, Handschuhe hatten wir. Gut, ja, das ist, nein, ja. Gut, würde jetzt auch schon wieder ein bisschen was gehen, so, ne? Das ist klar, so 10, 15 Stats würden da auch auf jeden Fall mehr gehen. Wir gucken noch nach einem Gürtel. Wenn wir den noch bekommen, wäre das auf jeden Fall richtig nice. Und wir schauen mal so ein bisschen, dass wir unser Level-Equipment hier auch zusammenkriegen. Das wäre auf jeden Fall auch sehr cool. Ja, deswegen geben wir da noch ein paar Sachen aus, ein paar Pilze. Lebensenergie, Eisschaden, okay. Ist jetzt alles nicht so, dass das Gelbe vom Ei. Und falls wir noch zufällig über einen Gürtel stolpern, dann nehmen wir den natürlich auch mit. So, ich muss erstmal gucken hier. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht meine 50% Gold zusammen. Deswegen ist das erstmal wichtiger. Okay, das kostet 10 Pilze. Das will ich nicht unbedingt mitnehmen. Da finden wir, denke ich mal, auf jeden Fall bessere Sachen. Gut, da haben wir auch was Besseres. Dass das noch so schwankt, finde ich tatsächlich sehr, sehr unschön, muss ich sagen. Von 10% auf 12%, ja, das also, weiß ich nicht.
Dass da das noch, also dass es noch so doll hin und her schwankt, das finde ich ein bisschen komisch irgendwie. So, haben wir schon Schuhe? Das kostet auch 10 Pilze, ey. Das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Also ich blätter hier zwar schon so, ne, aber weiß ich nicht. Die Sachen will ich dann auch dafür nicht ausgeben. Erfahrung, gut, haben wir 1% mehr. Nehmen wir das auch mit. Ja, das werden wir in den Kessel schmeißen, so, dass wir da noch ein bisschen was rausbekommen. So, und wir schauen weiter, ja. Die Epics halten sich hier so ein bisschen in Grenzen, muss man sagen. Finde ich natürlich jetzt nicht so nice. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch hier einen Gürtel bekommen. Und vielleicht noch ein, zwei Sachen für das Level Gear. 13%. Auch 10 Pilze wieder. Gut, jetzt zeige ich erstmal ein bisschen mehr Erfahrung hier. 6% Erfahrung. Mehr habe ich auf meinem Main auch gerade nicht. Dann haben wir hier 10, 20, 23. Ja, gut. Sind wir auch schon relativ... Also da müssten wir theoretisch... Müssten wir da wieder in den Zauberladen gehen und ein paar Sachen erblättern. Aber eigentlich möchte ich jetzt ganz gerne noch einen Gürtel haben, dass wir das auch hier abschließen können dementsprechend. Schuhe. Okay, das ist natürlich sehr nice. Das kostet auch nur Gold. Nehmen wir mit. Jetzt hatten wir, glaube ich, 9 oder so, ne? 9% ist nice, ist sehr nice, gefällt mir gut, ja. Das ist schon mal sehr cool. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch einen Gürtel bekommen. Ja, ein Gürtel wäre nice. Wir blättern bis zum nächsten Epic. Falls da nichts kommt, dann machen wir erstmal Schluss. Dann ist das halt erstmal so, ne? Da kann man dann leider nichts machen. Alter, dass die alle 10 Pilze kosten hier, die ganzen Sachen, ey. Das ist krass. Aber mit den Schuhen haben wir echt Glück gehabt, muss ich sagen. Das ist ganz cool. Aber hier kommt auch wirklich kein Epic. Das kann doch nicht sein, dass hier kein Epic kommt, ey. Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen schneller. Das ist natürlich jetzt ein Schlag ins Gesicht. Das ist natürlich jetzt ein Schlag ins Gesicht. Dass wir hier einen alle Attributsgürtel bekommen. Der ist sogar nur 20, minus 20 schlecht, aber ich möchte einen 3er Attributsgürtel haben. Jetzt müssen wir mal ein bisschen zulegen hier. Okay, eine Waffe, gut. Ja, hat nicht wirklich Sinn, das Ganze hier. Wir schauen mal, vielleicht kriegen wir hier noch ein paar Sachen. Oh, ein paar Tränke, das ist ganz nice. Die nehmen wir natürlich mit. Ein paar Sachen zum Leveln hier. Ich vermisse immer noch den Button, damit man alles auf einmal hier anziehen kann. Das ist immer sehr nice, weil jeder von uns hat natürlich keine Zeit und deswegen bauen wir Treibsanduhren. Erfahrung. Haben wir da überhaupt schon was? Ich muss mal mein Level-Equipment anziehen, sonst kann ich das nicht richtig auseinanderhalten. Nee. Dann nehmen, obwohl Erfahrung haben wir ja jetzt 9%. Also ich würde tatsächlich da dann eher auf Goldsachen gehen. Ja, da würde ich noch ein, zwei Sachen gerne mitnehmen. Die müssten doch jetzt relativ leicht zu finden sein, denke ich mal. Da werde ich jetzt, glaube ich, auch die 10 Pilze für ausgeben, weil ansonsten blätter ich mich heute hier noch doof und dämlich. Und das... Da habe ich auch nicht wirklich Lust drauf, muss ich sagen. Qualität, Widerstand, Leben, alles nicht das Wahre. Auch für Pilze wollen wir nicht haben. So, das nehmen wir noch mit. Was sagt das Gold? Das reicht noch. Goldbonus. Da haben wir nichts. 10 Pilze. Puh, heftig. Aber können wir nichts machen in dem Fall. Ja, da sind uns quasi mehr oder weniger die Hände gebunden. So, und dann werden wir das auch gleich mal austauschen hier. Und wir müssen, ganz wichtig, die Sachen noch gleich verzaubern. Dass wir da auch mit guten Bonis unterwegs sind dann dementsprechend. Ich glaube, der Gürtel war es, ne? Den Gürtel muss ich noch verzaubern mit Erfahrung. Gold. Gold, okay, haben wir, aber lohnt sich jetzt nicht so. Meines Erachtens die paar Prozente. Warte mal, was war das noch hier? Qualität? Nö, wollen wir nicht. Widerstand. Nö, alles nicht das Wahre hier. So, komm, ein Item noch schnell auf schnelle Welle hier noch mit Gold. Dann wäre ich erstmal soweit zufrieden und dann wären wir auch hier wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge. So, die lasse ich jetzt mal alle links liegen hier. Epic, Widerstand, Widerstand, Widerstand. Das ist nicht das, was ich haben möchte. Und ja. So, Qualität, Widerstand, nö, 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 nö.
Erfahrung, auch nicht nice. Wir wollen Gold haben. Goldring möchten wir nicht haben. Das kann doch nicht so schwer sein, jetzt hier noch letzte Item hier noch zu finden. Ja, also Goldbonus. Ja, siehst du, da muss man nur mal was sagen und dann klappt es. Plus 12%, nice, legen wir an. So, und dann werden wir dementsprechend noch das verzaubern. Und zwar müssen wir verzaubern, aber ich muss mir das erstmal, Überfälle, Beutechance brauchen wir nicht. Brustpanzer, Abenteuer, öfter Pilze. Machen wir das. Extra Bier brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Verzauberer Handschuhe, nein, auch nicht. Dein Amulett und bei Gegenstände, das nehmen wir auch mal mit. Was war das hier? Verzauberer in den Ring. Abenteuer, zusätzliches Gold. Stimmt, das brauchen wir auch noch, das ist wichtig. Jetzt haben wir natürlich kein Gold. Gehen wir mal schnell ins Glücksrad. Und verzaubern das gleich noch, weil das ist ganz, ganz wichtig. Das dürft ihr auch nicht vergessen, wenn ihr hier so Level-Equipment anhabt. Das muss hier noch mit rein. So, gut, dann sind wir jetzt soweit durch. Rüsten uns mal schnell für das Dämonenportal noch. Oh nein, jetzt habe ich den Bärtrahmen hier. Oh nein. Das ist ja auch immer belastend. Das kann so schnell mal gehen und dann hat der Bärtrahmen da ein gutes Item an. So, jetzt dürfte es aber passen, glaube ich. So, Dämonenportal. Angriff, zack, boom, bam. Aufs Gesicht. Und ja, dann machen wir hier Schluss für heute. Video ist, denke ich mal, lang genug. Und dann war es das erstmal. Jetzt muss ich auf dem zweiten Server das ganze Prozedere hier auch immer noch machen mit dem Level-Equipment, was ich nicht so nice finde, aber kannst nichts machen. Ich glaube, zum Schluss haben wir noch auf S40 haben wir noch hier Türchen 20. Nehmen wir auch noch mit, haben wir die Schildkröte. Nice, Digga. Digga, gute Waffe. Gute Waffe, gesockelt sogar. Brauchen wir aber erst einen Edelstein für. Müssen wir suchen. Aber die nehmen wir erstmal rein. Ja, coole Sache. Und ja, dann machen wir mal hier Bauvorgang, starten und dann war's das. Sind wir wieder einigermaßen gut ausgerüstet. Gürtel fehlt uns zwar halt noch ein guter, ja, aber den werden wir vielleicht auch noch eines Tages finden. Ansonsten war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, mal wieder ein bisschen Geblättere, war ja auch schon lange nicht mehr der Fall gewesen. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen letzten Weihnachtsfeiertag und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.